Hallihallöchen, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu Ranch Sim. So, ich park mal ein. Schön gediegen. So. Zack, in meiner Riesengarage. So, da können wir jetzt erstmal die Boxen hier mit Fleisch füllen. Bis zum Anschlag. Dass der Schweinestall ein bisschen sauberer wird, weil die Viecher uns dann tatsächlich die Haare vom Kopf fressen. Und ich wahrscheinlich schon wieder alles auffüllen muss. Also das sind schon mal zwei Schweine. Cool, dann kriegen wir drei Schweine, kriegen wir dann dahin. Ah, siehst du, geht doch. Da, 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 da. Huch. Falsche Taste wieder. Ah, ja. So, da springt man eben auf den Tisch, um die letzte Kühlbox abzustellen. So. Ja, wunderbar. Also hier ist alles leer. Die Fleischmaschine ist ready. 19.52 Uhr. Wir machen hier zu. Und wir machen hier auch zu. Und morgen früh schlachten wir uns ein paar Schweine. So. 105 Tröge füllen. Nicht genug Geld. Und hier alle Wassertröge füllen. Ja gut. 95 von 200. Also nur noch die Hälfte knapp ist drin. Da ist schon ganz schön was leer. Deswegen müssen wir gleich mal jetzt hier die Schweine ein bisschen eindämmen. Gehen mal eben schlafen. Und speichern. Schleichern quasi, beziehungsweise Spachen. Ich nenne es Spachen. Hä? Schlafen, speichern und schlafen. Spachen. Tür klemmt. So. Ja, es ruckelt schon bedächtlich. Beachtlich. So, machen wir hier mal eben auf und wieder zu. Halt. So, das ist eine Mutterschweinchen, ist glaube ich noch rund. Der hier ist flach. Der hier ist flacher. Zack, zack. Schnell raus mit dir. Zack. Und zack. Halt. Zu. Nein. Nein. Verdammt nochmal. Ja, das Kleine läuft hier rum. Ich hoffe, das läuft nicht zu weit. Freilandschwein. Ist jetzt ein Freilandschwein. Wir holen das gleich. Ah, halt, was mache ich denn? Aha. Bist du noch da? Ja, es läuft noch darum. Sehr gut. Entschuldigung. Das Freilandschwein. So, komm. Komm. Kommen Sie rein, kommen Sie rein. Kommen Sie rein. Machen wir hier mal zu. So. Sind sie eingeklemmt, wa? Halt, komm her. Komm doch. Lauf!
So, jetzt ist drin. So, dann einmal. Hä? Was frisst es hier? Mal nachladen. Was hast du gefressen? Da ist doch nichts zum Fressen. Junge. So. Ih. Voll Blut auf dem Boden. Zack. Oh, ich muss mein kleines Schweinchen holen. Bevor es abhaut. Da ist es. Hey Kollege. Komm her. Ich glaub, du spinnst. So. So, wie sieht's aus? Können wir hier nochmal jemand mitnehmen? Hm? Ja. Ich würde sagen, du bist auffällig. Ja. Auch flach. Flach im Rücken. Ah gut, ich hätte das andere Schwein erstmal wegräumen sollen. Naja. Vielleicht fällt es ihm ja nicht auf. Könnte natürlich auch sein, er frisst es dann. Was nicht so gut wäre. So. Wir können den ja erstmal hier so lassen. Und dann hier eben das Zeug aufsammeln. Könnte halt gut sein, dass er das frisst, ne? Schweine essen auch Schweine. So. Komm her. Zack, drin. So. Einmal das hier. Hab ich die Hand? Ja. So, dann nehmen wir das da. Okay, auch voll. So, vor lauter Gewitter haben die den Schuss wahrscheinlich eh nicht gehört. Auch voll. So, dann bringe ich das Zeug mal rein. Zur Fleischverarbeitungsmaschine. Das ist voll. So, da die ist voll. Ja, da tobt wieder ein richtiger Sturm. Da möchte ich natürlich nicht draußen sein. Und das Ding ist nicht voll. So, aber theoretisch könnten wir mal schauen, ob da nicht vielleicht doch noch eins reif ist für den Metzger. Hat hier schon hingekackt, ne? Unfassbar. So, wen haben wir denn noch? Du bist doch reif. Jawohl. Komm mit. Die Weibchen werden gar nicht so fett, oder?
Naja, vielleicht. Oha. Vielleicht lasse ich die Weibchen auch erstmal. Denn es muss ja schon für Nachkommen gesorgt sein, also. Oh oh. Leine gerissen. Die Schweineleine. Komm, Schwein. Komm. Hier rein, hier ist trocken. So ist gut. Ja, das war nix. Nein. Ach Mensch. Warum geht das nicht? Komm doch rein jetzt. Das gibt's doch nicht. Kann ich das nicht so machen? Nee. Oh, egal. Machen wir es halt so. Ah, ich könnte das Tor hier hin machen. Hier, die Beine. Ja, weißt du was? So, und... Ey, das Bein zuckt voll. Ist ja eklig. Holzzauntore, ja, und dann machen wir das nämlich hier hin. Das Holzzauntore. Ja, so ist besser, denn bis hier rein kommen sie ja und dann kann man hier zumachen. So, dann einmal hier, zack. Alles schön auffüllen. So, ist auch voll. Das ist ein Wetter, du meine Fresse. Hier Fleisch. Und da Fleisch. Und hier Fleisch. So, dann können wir mal schauen, ob wir die Produktivität jetzt steigern konnten. Denn nochmal ein Schwein schlachten bringt nichts. Wir haben nur noch zwei Behältnisse. Schade, dass es immer noch so laut ist, wenn man drin ist. Es sollte dann deutlich leiser werden. Wäre besser. Naja, egal. Okay, das heißt hier... Einmal Fleischtopf. Ja. Läuft schon, hat schon eine Wurst gemacht. Das geht zumindest schon mal schneller. Huch. Zweimal E drücken. So. Zweimal E. Einmal E, einmal E, zweimal E. Dann. Maustaste.
E. E, zweimal E. Ja, wenn jetzt dieses blöde Gekurbel noch wegfallen würde, dann wäre das auch schon mal gut. Aber das geht jetzt schon deutlich schneller. So, und wenn das jetzt auch noch elektrisch wäre und wir davon dann mehrere hätten auf einem Tisch, dann würde das richtig schnell gehen. Das wäre schon geil. Ach, ich liebe diese Wurstmaschine. Die macht halt richtig schön Wurst. Ich muss mal ganz kurz was probieren. Plumps, da sind sie umgefallen. Habe ich schon einen leeren? Achso, ich habe draußen habe ich noch zwei leere, ne? Da, da. Hier mal eben schnell einsammeln. Wie viel haben wir? Man weiß es nicht. Kann ich das hier nicht? 10. Ich will es mal probieren mit einem Fleisch. Einem Fleischstück. Nein. Hätte mich auch gewundert. Gut, jetzt haben wir ein Fleischstück vertan, egal. Das ist nicht so wild. So, top jetzt hier hin. Oder da drauf. So. Schon mal vorbereiten für den Käse. Gut. Machen wir hier weiter. Also das geht jetzt schon deutlich schneller. Ah, die ist schon voll. Leer. Ja, dann müssen wir schauen, dass wir das nächste Mal Metall holen. Für die Trocknung. Also quasi Metall, um die Trocknungsschränke fertigzustellen. Denn sonst brauchen wir da immer so lang. Nein, das ist sogar noch wichtiger als die... als der manuelle Fleischwolf. Denn das geht hier ja relativ gut. So. Aber wenn es halt mit der Trocknung, wenn wir nicht alles gleichzeitig trocknen können, dann ist Kacke. Das dauert unnötig lang. Wenn wir da quasi nur ein paar trocknen können, müssen die abhängen und dann nochmal welche trocknen. Das ist nicht gut. Deswegen holen wir mit der nächsten Geldlieferung holen wir Eisen. Ruhig auch ein bisschen mehr. Und vielleicht nochmal
nochmal hier Boxen. Ein paar. So. So, ich weiß gar nicht, wie viel ich mache. Weil die Folge ist jetzt eigentlich schon wieder rum. Ja, ich hänge mal noch 5 Minuten dran. Und so viel, wie wir halt hinkriegen in 5 Minuten, so viel machen wir noch. Von dem Fleisch hier. So, ich zwinker immer hier mit den Augen, beziehungsweise kneif so die Augen zusammen. Weil die Kontaktlinsen jetzt mittlerweile doch schon wieder relativ lang drin sind. Seit heute Morgen um 6 und jetzt ist es 0.50 Uhr. Könnt ihr euch selber ausrechnen. Und irgendwann ist dann so Augenschleim dran. Und das, ja. So, das ist leer und das ist, wo ist die denn? Hier. Gut, die ist voll. Die ist auch voll. Aufhängen können wir jetzt sowieso nicht alles. Ich hoffe mal, dass da nichts verloren geht, was in irgendwelchen Boxen gespeichert wird. Ah, das können sie nicht bringen. Also das Licht aus sind okay, aber das Fleisch aus Boxen verschwindet nach dem Speichern. Also das könnten sie so nicht machen. Das wäre nicht gut. Und das hätte wohl schon jemand bemerkt und bemängelt. Also wird das wohl funktionieren. Aber die Trockner mache ich trotzdem weitestgehend voll. In meinem Bringen tut es nichts, da ja das Spiel nicht weiterläuft, wenn ich hier Feierabend mache. Aber zumindest ist dann schon mal für die nächste Spielsession hängt das Zeug schon mal in der Trocknung. Und ist dann hoffentlich relativ schnell trocken. So. Boah, ich überlege gerade, wenn man da diese Trocknungsschränke. Huch. Diese Trocknungsschränke bauen kann. Da kann man es ja total übertreiben. Und einfach mal, ich weiß nicht, 50 Trocknungsschränke bauen. Dann durch die Tische. Hat man ja quasi unbegrenzt Platz für Wurstmaschinen. Ah. Dann könnte man ja, keine Ahnung, 50 Wurstmaschinen bauen und einfach mit den Schweinen komplett übertreiben und hätte ja dann hier innerhalb kürzester Zeit Millionen zusammen. Ich glaube, so übertreiben werde ich es nicht. So, die ist auch leer. Eine noch, dann ist die auch voll. Wohin mit den ganzen Dingern?
So, haben wir denn dann? Ja, dann haben wir auch die 5 Minuten länger. So. Stellen wir das wieder dahin. Hier haben wir noch 11 Stück drin. 12, 12, 6, 12, 12, 12 und 5. So, dann haben wir hier 3 mal 12 und eine leere. So, die leere kommt schon mal wieder hier hin. Ich könnte die auch andersrum hinstellen, ne? So. Naja, ist eigentlich gehupft wie gesprungen. So, dann hängen wir hier mal eben so viel Wurst auf wie möglich. Und zwar so schnell wie möglich, dass die auch alle schön gleichzeitig fertig werden. So. Dann die nächste Charge. So, dann haben wir hier noch rohe drin. Die hier ist leer. Mache ich hier meine Box, meine Boxensammlung. Und da sind nochmal rohe drin. Und hier ist rohes Fleisch. Wunderbar. Läuft. Gut. Gucken wir mal, dass hier alles zu ist und alles aus ist. Und hier alle Gatter zu. Junge, Junge, sind da schon wieder Babyschweine? Kommst hier nicht raus, du fette Sau. So, fressen ist noch genug da, ja. Ne, neue sind, glaube ich, keine neuen Babys. Ihr seht gar nichts. Also, die Mütter sind reif. Ih, ist das Wasser grün. Ih, algig. Also hier haben wir einmal Muttersau groß und nochmal Muttersau groß. Ich dachte, das waren drei. Naja, offensichtlich waren es nur zwei, die schon soweit sind. So, hoch. Gut, dann machen wir jetzt so. So. Licht aus. Hier machen wir auch zu. Und die Haustür machen wir auch zu. Und dann gehen wir hoch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Hoffentlich. Und ansonsten, ja, ein paar Tage später mal sehen. Aber ich versuche mich jetzt wieder ein bisschen mehr zu motivieren, öfters aufzunehmen. Und ja, dann geht's hier weiter. Und bis dahin. Macht's mir gut, meine Losianer. Und bis dahin. Ciao. Wenn's wieder heißt, time to play hier bei Range Sim.